this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am sehr warmen 26. Juli 2018, ein Donnerstagabend, habe ich mich hier am Mikrofon von Skype eingefunden, zusammen mit meinem Bruder Viktor, der die Übersetzung gemacht hat von dem Buch Hinter den Diktatoren oder Behind the Dictators von Leo Herbert Lehman. Und da hattet ihr ja schon die ersten zwei Videos ziemlich schnell, nachdem wir sie aufgenommen haben, auch auf meinem Kanal präsentiert bekommen. Wofür ich mich eben gerne mal bedanken möchte, die sind nämlich sehr gut angenommen worden. Das erste ist inzwischen rund 1500 Mal und das zweite rund 1200 Mal angeschaut. Und das ist noch keine Woche her, dass ich den ersten Teil veröffentlicht habe. Also das finde ich dann doch sehr schön, dass da endlich wieder ein paar Videos rausgebracht habe, die Zulauf finden. Und deswegen habe ich mich dann heute auch mit Viktor hier eingefunden, um jetzt heute das zweite Kapitel zu lesen. Aber wie wir schon überraschenderweise festgestellt hatten, ich hatte ja in dem ersten Kapitel, Jesuiten, Juden und Freimaurer, in Englisch 35 Minuten gebraucht. Und in Deutsch hatten wir zwei Sitzungen von einer ganzen Stunde nötig dafür. Und dieses Kapitel wird sicher nicht schneller abgelaufen sein. Da könnt ihr von ausgehen, weil das Papier, was wir vorbereitet hatten mit noch was extra Informationen, ist 10 Seiten. Und das wird also mindestens zwei Sitzungen in Anspruch nehmen, wenn nicht länger. Aber wie gesagt, es spielt keine Rolle, wie lange etwas dauert. Wichtig ist die Information, die da mitgegeben wird. Und dass das nicht alles leeres Gefasel ist, sondern dass wir auf der Basis der Bibel natürlich sprechen. Was natürlich bei solchen Papieren wie der Protokolle der Weisen von Zion nicht möglich ist. Aber man muss eben die Agenda dahinter verstehen. Und deswegen werden wir uns da ordentlich Zeit mitnehmen, um darüber zu erzählen und euch das vorzustellen. Aber jetzt habt ihr mich lang genug gehört, jetzt möchte ich euch eben gerne mal Viktor vorstellen, der mich hier in Hamburg, aus Hamburg besucht auf Skype und bei der Lesung eben auch anwesend ist. Also Viktor, schönen guten Abend, herzlich willkommen und ich hoffe, es geht dir gut, alles schön da in Hamburg. Moin, moin Jörg, ja, alles gut soweit hier. Hier ist auch blendender Sonnenstrahl, also Sonnenschein. Und ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein wieder. Ich muss nur mal ganz kurz dazu sagen, dass ich jetzt selber gar nicht so sehr mich mit diesen Protokollen jemals vorher beschäftigt habe, seit ich deine englische Lesung das erste Mal gesehen habe. Nur das zu meiner Seite, also für diejenigen, die auch vielleicht sich damit auch noch nicht so beschäftigt haben, kann ich nur sagen, ja, hört gut zu und ja, dann kann es von meiner Seite auch losgehen. Vielen Dank. Gut, zur Einleitung möchte ich eben noch mal eine andere Sache sagen. Und zwar gucken wir uns da eben mal meinen Videokanal an, also meinen YouTube-Kanal. Da sehen wir hier die Spielliste hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, wo wir heute dann das zweite Kapitel von anfangen zu lesen. Und wie gesagt, 1458 das erste und 1157 Klicks hat das zweite Video bekommen, aber da geht es mir im Augenblick nicht drum. Es geht mir um, was Viktor gerade eben gesagt hat, dass er von den Protokollen der Weisen von Zion vor meiner Lesung von Behind the Dictators oder dass er sich damit beschäftigt hat, in dem Buch noch gar nicht gehört hat. Viele Leute haben davon gehört und viele Leute sprechen immer von einer jüdischen Weltverschwörung. Und genau das ist der Punkt, den wir offenlegen wollen mit dieser Lesung, dass es eben keine jüdische Weltverschwörung gibt, aber dass es eine bestimmte Partei gibt oder bestimmte Parteien gibt auf dieser Welt, die das gerne glauben lassen möchten, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt. So, ich glaube nicht, dass ich hier weit genug zurückgehen kann in meiner englischen Sitzung hier von Hour of the Truth, weil da habe ich mal eine Sendung gemacht. Ja, ich kann das hier nicht sehen, ich muss noch 30, das ist, geht nicht weit genug. Vielleicht, wenn ich das Vollbild nehme, dass es dann ein bisschen weitergeht. Ne, auch nicht. Wollen wir eben gucken hier. In Hour of the Truth, das war jetzt gar nicht die Absicht, in Hour of the Truth in Englisch habe ich mal ein Video gemacht, das nennt sich Hour of the Truth. It's simply amazing, also es ist ganz einfach faszinierend, habe ich die Sendung damals genannt. Mal eben schauen, ob ich das hier einblenden kann, wenn ich das jetzt auf Fullscreen habe. Ja, Computer ist komischerweise sehr langsam auf diese Art und Weise, aber ja. Komm, Hour of the Truth, wo ist das hier? So, mal eben gucken, ob ich das Bild hier reinkriege. Ich wollte das mal eben zeigen, weil diejenigen, die Englisch können, den rate ich ganz sicher an,
Nee, das geht hier auch nicht. Den rate ich ganz sicher an, halt mal in dieser Spielliste Hour of the Truth, die ihr hier seht. Wenn ihr Englisch könnt, stöbert da mal ein bisschen drin rum und da findet ihr diese eine Sendung, It's Simply Amazing. Und die handelt von einem Newsletter, den Daryl Eberhardt damals geschrieben hat, um aufzuzeigen, dass dieser ganze Quatsch mit der jüdischen Weltverschwörung und wer da wirklich hintersteht, also wirklich totaler Quatsch ist, natürlich hauptsächlich von den Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche eingeleitet. So, und mein Punkt ist jetzt, dass man sich neben der Lesung, die wir jetzt hier machen, von dem Buch Hinter den Diktatoren, auch mal, wenn man Englisch kann zumindest, diese Sendung von Hour of the Truth anschauen sollte. Die ist, glaube ich, dicke anderthalb Stunden lang. Und sehr interessant und deckt wirklich auf, wer wirklich die Drahtzieher sind. Und da geht es ja in diesem Buch auch von, auch drum hinter den Diktatoren. Die Jesuiten sind eben diejenigen, die hauptsächlich die Drahtzieher sind. So, und jeder, der meinen Kanal verfolgt hat, der weiß, dass ich nicht irgendwie purer Gegner der römisch-katholischen Kirche bin, nur weil man ein Gegner der römisch-katholischen Kirche sein muss, sondern weil einfach biblisch bewiesen ist, dass die römisch-katholische Kirche die Hure aus Babylon, aus Offenbarung 17 ist und all die Prophezeiungen, die Jesus Christus an Johannes offenbart hat, im Buch der Offenbarung, eben über die römisch-katholische Kirche handeln. So. Und eben all denjenigen, die für die römisch-katholische Kirche arbeiten. Also, ich will jetzt gar nicht zu weit abschweifen. Ich möchte gerne mit der Lesung anfangen, aber ich wollte nochmal eben darauf hinweisen, wenn ihr Englisch könnt, schaut euch das an. Hour of the Truth, it's simply amazing. Das wird euch gefallen, die Sendung. Und da könnt ihr vielleicht auch noch was draus von lernen. Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, Kapitel 2, die Jesuiten und die Protokolle von Zion. Wie ihr seht, ist hier oben eine Note, eine Fußnote, die ich eingefügt habe. Und ich gehe auf diese Fußnote jetzt nur ganz kurz ein, indem ich euch sage, dass ihr die Verbindung der Jesuiten zu und Vater Abbé Barruel und den wahren Ursprung dieser Protokolle selbst nachforschen könnt. Via die Webseite, müsst ihr Englisch für können, die gibt es nur in Englisch, spirituallysmart.com. Den Link natürlich. Der ist in diesem PDF, was ich jetzt hier vorlese, drin. Und von daher, wenn ihr euch das PDF in archive.org runterlädt, wo ich das hochlade, dass es jedem zur Verfügung steht, dann habt ihr den Link auch. Also ich muss das nicht nochmal gesondert in die Beschreibungsbox des Videos mit einpacken. All die Links, über die ich spreche in dieser Lesung, sind in diesem PDF. Und wenn ihr euch das PDF runterladet, von archive.org. Sobald ich das da zur Verfügung stelle, habt ihr auch alle weiterführenden Links. So, jetzt habe ich nochmal eben hier das Bild verändert. Hätte ich schon vor 5 Minuten machen sollen, aber gut. Ich fange also nicht mit der Fußnote an, sondern ich weise dann nur kurz darauf hin, dass ihr auf die Webseite Spiritually Smart kommen könnt. Und wir haben dann noch, oder ich habe dann noch zwei weitere Papiere gefunden, die Victor dann auch noch übersetzt hat, und die sind im Anhang dieses Kapitels. Da sprechen wir eben erst zum Schluss drüber. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem, was der Autor zu sagen hat. Und ich werde eben ein Bild hier mit reinnehmen von den Protokollen von Zion. Habe ich mir gerade noch aus dem Internet rausgesucht. Und dann weiß jeder, worum es geht. Hier das Bild auf der rechten Seite. Die Jesuiten und die Protokolle von Zion. Von vielen Menschen, die sich mit der Authentizität dieses Schriftstückes befasst haben, wird bestätigt, dass die sogenannten Protokolle der weisen Männer von Zion eine kriminelle Fälschung sind und niemals von einer Gruppe Juden oder Freimaurern geschrieben werden konnte. Bislang bleibt der Urheber unbekannt. So, und deswegen, weil der Autor hier gleich am Anfang im zweiten Satz schreibt, dass der Urheber unbekannt bleibt, habe ich darauf hingewiesen in meiner Fußnote oben, dass es eben über den Jesuiten Abbé Barruel geht. Und da können wir dann auch später nochmal drüber sprechen. Da werden wir sowieso im Laufe dieser Lesung drüber sprechen. Aber hier ist der Autor halt nicht der Information nachgegangen, die wohl auch damals schon zu seiner Verfügung war, um den Jesuiten ausfindig zu machen, von dem es kommt. Aber jedenfalls sagt er hier, der Urheber bleibt bislang unbekannt. Müssen wir uns immer daran erinnern. Bislang, ja, der Autor hat das Buch geschrieben 1942. Das Erstaunliche daran ist, wie dieser abstruse Betrug voll und ganz aufgegangen war. Die Vertreibung aller jüdischen Freimaurereinflüsse in Zentraleuropa mit Methoden, die selbst die Schamröte auf die Wange eines Torquemada getrieben hätten. Torquemada ist hier auch eingefärbt.
Das ist nämlich Thomas de Torquemada, der 1420 in Valladolid in Spanien geboren wurde und 1498 in Avila starb. Er war ein spanischer dominikanischer Mönch, Beichtvater Isabellas von Kastilien, also der Königin von Spanien, und der erste Großinquisitor Spaniens zu Zeiten der wiederbelebten Inquisition in Spanien durch Königin Isabella. Ja. Die Inquisition, wissen wir ja, wurde bereits in die Welt gebracht Anfang des 13. Jahrhunderts, 1204, 5, 6, 7, 8 in der Zeitperiode. Und hauptsächlich eben durch die Dominikaner. Der Dominikanerorden war der Orden, der sich mit der Inquisition beschäftigt hatte. Und Thomas de Torquemada war der erste Großinquisitor Spaniens. Und eben selbst dem hätte diese Methoden, die hier angewendet würden, selbst ihm hätten das die Schamröte in die Wange getrieben. Der Inhalt dieser vermeintlichen Protokolle ist weit verbreitet. So, und auch da habe ich gleich wieder einen Kommentar zugeschrieben. Also das geht hier wirklich in viele Kommentare mit rein, in viele weitere Nachforschungen mit rein. Wie weit verbreitet sind diese Protokolle der Weisen von Zion? Steht hier, bekannt wurden insbesondere die Ausgaben aus den 1920er Jahren von Henry Ford in den Vereinigten Staaten. Und da kann man nachlesen in Wikipedia. Den Link gebe ich auch hier mit bei. Was Wikipedia hier verschweigt, ist lediglich in dem ersten Artikel, wie es geschah. Dazu gibt es einen zweiten Link, auch von Wikipedia, über The Dearborn Independent, History, Hanover, EDU und Auto News und so weiter. Also ihr seht die ganzen Links, die ich hier eingefügt habe, die könnt ihr euch alle selbst anschauen. Die werde ich jetzt nicht alle öffnen, da geht es jetzt gar nicht drum, um die auch noch alle zu besprechen. Es geht im Grunde darum, dass Henry Ford eine eigene Zeitung hatte, The Dearborn Independent, und wie er diese Dearborn Independent die Protokolle der Weisen von Zion veröffentlicht hat. Und ich habe auch mal vernommen, ich will das aber jetzt nicht beschwören, dass es auch tatsächlich so war, dass in vielen neuen Ford T-Modellen, die er ja damals gebaut hatte, Anfang der 20er Jahre, 1920er Jahre ist das, dass da sogar eine Ausgabe dieser Bücher mit inbegriffen war. Ja? Aber auf jeden Fall hat Henry Ford das über The Dearborn Independent, seine eigene Zeitschrift, verbreitet. Ja? Nicht nur in den USA, aber hauptsächlich in den USA. Also, der Inhalt dieser vermeintlichen Protokolle ist weit verbreitet und wurde von Nazifaschisten und katholischen Vertretern in jedem Land als wörtliche Niederschrift verteilt. Oder eben auch Process Verbaux, wie man das in Französisch nennt. Bei Geheimkonferenzen entwerfen gewisse jüdische Führer Pläne für eine unsichtbare Weltregierung. Nochmal eben eine kurze Bemerkung auf das Wort Nazifaschisten. Ich habe da einen Kommentar bekommen in einem der ersten beiden Videos nach dem Motto, dass ich hier das Wort Nazi gebrauche. Ja, das ist so, weil das im Originalbuch so drinsteht. Ja, da wird das auch so geschrieben. Das ist nicht von mir jetzt irgendwie damit reingemacht. Wenn der das Wort Nazi gebraucht, der Autor, dann gebrauche ich das auch in der Übersetzung. Ja, das ist also nicht irgendwie von mir da jetzt mit reingebracht. Mit Hilfe der Freimaurerlogen und den liberalen, demokratischen, sozialistischen und kommunistischen Parteien haben diese Weisen von Zion sich gegen alle nicht-jüdischen Regierungen verschworen, um deren Umsturz voranzutreiben und alle Religionen außer dem Judentum zu eliminieren. Jeder verabscheuungswürdige Grund, um christliche Institutionen zu schaden, wird durch die unsichtbaren Anführer dieser riesigen Verschwörung genutzt. Ja, christlichen Institutionen zu schaden. Da müssen wir immer sehen, sprechen wir von wirklich christlichen Institutionen oder sprechen wir von römisch-katholischen Institutionen. Das ist auch immer ein Unterschied, den wir machen müssen. Also in dieser Stelle habe ich hier einen Kommentar mit reingeschrieben, den werde ich euch eben mal eben vorlesen. Warum habe ich denn hier? So. An dieser Stelle möchte ich auf eine englische Videoserie von zweieinhalb Videos, etwas über 4 Stunden, 5 Stunden in total, die ich zum Thema die 10 satanischen Gebote, die aus den Vereinten Nationen kommen, hinweisen. Verfasst von Alice Bailey, ja, eine Theosophistin, vom Lucifer's Trust, so hieß es ursprünglich, heute heißt es Lucy's Trust, ein bis heute offizieller Verlag der Vereinten Nationen. Weil die Vereinten Nationen von Katholiken und päpstlichen Rittern wie den Rittern des Malteserordens gegründet wurden, wisst ihr, dass hier wieder der Antichrist aus der Bibel der Urheber ist. Die Videos sind es wert, sich anzusehen. Ihr findet sie in der Abspielliste Nothing But the Truth unter dem Namen Externalization of the Hierarchy. Und ich werde die Links in das Beschreibungsfeld
unter das Video mit einfügen. Ja, da findet ihr die Liste Nothing But The Truth und da müsst ihr euch die Videos da raussuchen. Das ist nicht weiter schwer. Ja, aber das ist ein sehr interessantes Video, um sich das anzugucken, weil der Autor sagt hier, jeder verabscheuungswürdige Grund, um christliche Institutionen zu schaden, wird durch die unsichtbaren Anführer dieser riesigen Verschwörung genutzt. Wenn man sich das Video anguckt, The Externalization of the Hierarchy von Alice Bailey, da geht es darum, mit welchen Punkten diese, ich nenne das auch im Englischen, die 10 satanischen Gebote, Entschuldigung, die 10 satanischen Gebote aus der UN, also aus den Vereinten Nationen, wo die rauskommen, wie die ganz deutlich machen, dass sie zum Beispiel die ganze Ausbildung übernehmen wollen, also die ganze Schulausbildung, die ganze Universitätenausbildung. Unter anderem haben sie dafür gesorgt, dass 1963 in den Vereinigten Staaten von Amerika das morgendliche Schulgebet abgeschafft wurde. Ja? Sie haben ihre Pläne damit gemacht, wie sie die Welt moralisch verkommen lassen wollen durch freie Liebe, durch Pornos und all diese ganzen Sachen. Und wenn man sich dann die Geschichten ab 1967 anschaut, dann sieht man, wie das auch tatsächlich Frucht getragen hat und in die Welt gekommen ist. Und darüber gehen diese 2,5 Videos von Nothing But The Truth. Und wenn ihr Englisch könnt, müsst ihr euch das anschauen. Und ihr seht unglaublich eine... Das ist eigentlich das Schöne bei dieser Sache. Man sieht immer so... wie ein und dieselbe Agenda hinter all diesen komischen Dingen steckt. Man sieht bei Externalization of the Hierarchy dieselben Ziele gesteckt wie bei den Protokollen der Weisen von Zion. Und dann eben vermuten, dass da verschiedene Leute hinter sitzen, na, das kann ich. Deswegen ist es so wichtig aufzudecken, wer hinter dieser riesigen Verschwörung tatsächlich sitzt. Victor, wenn du einen Kommentar hast oder eine Frage oder so, dann fall mir ruhig ins Wort, ne? Weil sonst hören die Leute dich ja gar nicht, ne? Ja, ist mir schon klar, aber ich bin jetzt zurzeit noch, fällt mir noch nichts ein, aber ich melde mich dann. Gut. All das, sagt der Autor weiterhin, soll vornehmlich durch die Freimaurerorden über die ganze Welt hinweg erreicht werden, die wie blinde Tölpel und willige Werkzeuge des angeblichen Superimperialismus der Juden fungieren. Ihnen wird angekreidet, praktisch alle revolutionären Bewegungen des letzten Jahrhunderts gelenkt zu haben. Dies beinhaltet sämtliche Attentate auf Staatsoberhäupter, die Bürger, Rassen und internationalen Kriege, einschließlich der ganzen Umstürze in den Nationen, von der protestantischen Bewegung bis zu den ökonomischen Bedingungen, die aus unserer wirtschaftlichen Depression resultieren. Ja, das war jetzt ein ziemlich langer, aber auch ein furchtbar wichtiger Satz. Und jeder, der meinen Kanal und auch andere Videokanäle angeschaut hat, weiß, dass Attentäter auf Staatsoberhäupter, ganz besonders zum Beispiel die amerikanischen Präsidenten des 19. Jahrhunderts, natürlich auch des 20., aber vor allen Dingen des 19. Jahrhunderts, weil da waren, glaube ich, 5, die sie abgemurkst haben, dass das auf das Konto der Jesuiten ging. Das Anzetteln des Bürgerkrieges in den Vereinigten Staaten, des sogenannten Sezessionskrieges, das wissen wir, dass das die Jesuiten waren. Da gibt es Bücher von, da muss man nur mal lesen, von Charles Chiniqui, 50 Jahre in der Kirche von Rom. Da muss man nur mal lesen von dem Brigadegeneral Harris, die verborgene Geschichte hinter dem Attentat von Abraham Lincoln, und auch von Burke McCarthy gibt es da ein Buch drüber. Da wird das ganz deutlich drin beleuchtet, dass das also ein Krieg der römisch-katholischen Kirche und der Jesuiten war. Auch die anderen Kriege des 19. Jahrhunderts, denken wir mal selbst an Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich, die Aufkunft von Napoleon, Napoleon, der Jesuiten gesteuert war, wie wir wissen, über die Freimaurerei, weil die waren ja zu dem Zeitpunkt verboten, und so weiter und so weiter. Also alles, was hier jetzt eben gerade steht und was hier blau angestrichen ist, was im Grunde den Juden hier, diesen Weisen von Zion mehr oder weniger zur Last gelegt wird, davon wissen diejenigen, die vernünftig Geschichte studiert haben, dass das totaler Quatsch ist. Entschuldigung, ja. Ich wollte nur kurz an der Stelle auch, wer Englisch kann, die Lesung von Bill Hughes, Behind the Door, ist an sich auch ganz interessant dazu. Ja, welche? Weil es gibt 55 davon. Ja, ich sag nur, weil die sämtliche Attentate auf Staatsbürger, Bürgerrassen, also ne, man... Naja, mit den amerikanischen Präsidenten Harrison und Taylor und so weiter zum Beispiel. Ziemlich genau, zum Beispiel. Dinge. Ja, das stimmt, ja, da spricht er sehr gut drüber, ja. Oder auch in dem Vietnamkrieg und so, das geht er ja auch so ein bisschen darauf ein, auf das Buch, auf Vietnam, By Did We Go, glaube ich, war das. Ja,
Da geht er auf das Buch ein von Avro Manhattan, Vietnam, Why Did We Go? Aber das ist natürlich auch dann schon das 20. Jahrhundert. Wir sprechen hier ja hauptsächlich über das 19. Jahrhundert und eventuell noch das 18. Weil wir sprechen ja in der Vergangenheit von 1942, ja, wo er das Buch hier schreibt. Aber du hast natürlich recht, auf die Kriege ist das auch zuführbar, natürlich. Und daneben noch, von der protestantischen Bewegung bis zu den ökonomischen Bedingungen, die aus unserer wirtschaftlichen Depression resultieren. Ja, die wirtschaftliche Depression von 1929 ist ja auch eingeleitet durch die römisch-katholische Kirche. Oder besser gesagt durch die Wirtschaft beherrschenden Mächte in der römisch-katholischen Kirche. Und wer das ist, ja, das muss man sich im Grunde gar nicht fragen. Da muss man nämlich nur mal eben die Bibel aufschlagen, was ich jetzt auch mal eben tun werde. Und zwar in dem Buch der Offenbarung lesen wir in Kapitel 18, Vers 23. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Deine Kaufleute waren die Große der Erde. Sprechen von der Hure Babylons. Ja? Also die Kaufleute der römisch-katholischen Kirche waren die Großen der Erde. Wer beherrscht also die internationale und überhaupt die Ökonomie, ja, die Weltwirtschaft? Die römisch-katholische Kirche. Steht schon so in der Bibel geschrieben. Ja? Also. Dahinter verbirgt sich die kühl kalkulierende, skrupellose Gerissenheit und der mörderische Fanatismus dieser Weisen von Zion. Das soll uns Glauben gemacht werden. Das erste Protokoll beschreibt eine enorme Armee an Spionen und Geheimagenten, gut ausgestattet mit Kapital, die von innen heraus die Spaltung und Revolutionen in allen Ländern verursachen. So, da muss ich doch mal eben einen kleinen Kommentar zugeben. Ich muss mal eben nur ein Bild hier, das Bild ein bisschen verändern. Welches wollte ich denn hier nehmen? Die Protokolle, da weisen habe ich doch zwei, das hier. Das erste Protokoll beschreibt eine enorme Armee von Spionen und Geheimagenten. Ihr erinnert euch doch sicher noch an den Eid der Jesuiten, den ich damals in Deutsch vorgelesen habe. Habe ich ja auch als Video auf meinem Kanal. Wer es nicht kennt, schau sich das bitte unbedingt an. Der Eid beginnt damit, dass dem Jesuiten, der in die höheren Ränge eingeleitet wird, gesagt wird, du bist angefangen als ein Spion. Ja? Und dass du sogar deine eigenen Brüder ausspioniert hast, also deine eigenen jesuitischen, deine eigenen römisch-katholischen Brüder. Eine Armee an Spionen und Geheimagenten. Ich kann persönlich nicht anders, als in diesem Augenblick direkt zu denken an die Jesuiten. Weil das, was sie hier anderen immer in die Schuhe schieben wollen, ist hier unglaublich deutlich eigentlich auf sie abgehend oder deutend, um es mal so zu sagen. Deutet unglaublich auf sie selber. Ja? Aktionen zur Unterstützung von anarchistischen, kommunistischen und sozialistischen Strömungen zum Fall christlicher Zivilisation sind dann umrissen im Protokoll Nummer 3. Auch die Entwertung und der Zerfall des Geldsystems führt zu einer Weltwirtschaftskrise. Ja. Das ist das Beispiel, was wir gesehen hatten 1929. Deswegen hatte ich gerade eben diesen kleinen Passus aus der Bibel vorgelesen, Offenbarung 18, Vers 23, woraus wir verstehen, dass wenn die ganze Weltwirtschaft in den Händen dieser, ich sage es jetzt mal weit geordnet, päpstlichen Ritterorden ist, wie zum Beispiel die Ritter von Malta, die Ritter von Kolumbus in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen, wie zum Beispiel auch die Ritter des Heiligen Ordens von Gregorius, Papst Gregorius, zum Beispiel Rupert Murdoch, der Eigner von Fox, ja, von dieser Nachrichtenagentur Fox, die ja die größte in den Vereinigten Staaten von Amerika ist, ist ein Ritter von Gregorius. Also von Papst Gregorius dem 9. war das, glaube ich. Dem zu Ehren ist dieser Orden errichtet worden. Da ist der ein Teil von. Also wenn diese ganzen ökonomischen Systeme, die Weltwirtschaftssysteme, geleitet werden von päpstlichen Ritterorden, die im Endeffekt alle dem Geheimorden der Jesuiten unterstellt sind, dann wissen wir, wo das wirklich herkommt. Ich hatte zu der Geldkrise des also zu der Weltwirtschaftskrise 1929 schon mal in einer anderen Sendung drüber gesprochen. Ich meine, das war zur Zeit der verborgenen Geschichte der Jesuiten, dass ich erwähnt hatte, dass damals ja mit der Unterzeichnung des Lateranenvertrages Anfang 1929 am, schlag mich tot, 20. Februar muss es gewesen sein, 20. Februar 1929, wo Mussolini
mit dem Vatikan den Lateranen Vertrag unterzeichnet hat und damit die Heilung der Wunde aus Offenbarung 13 wieder gut gemacht hat, dass das einherging mit einer Bezahlung von 750 Millionen Lira, die Italien, also Mussolini, Italien an den Vatikan bezahlt hat. Das ist ungefähr 100 Millionen Dollar zu der damaligen Zeit gewesen. Das war im Februar. Und dann kriegen wir im November diesen schwarzen Freitag. Die Weltwirtschaftskrise. 9 Monate später. Wie eine schwangere Frau. Ne? Erst kriegt die Hure ihre 100 Millionen Dollar bezahlt und 9 Monate später kann sie die dafür gebrauchen, um in der Weltwirtschaftskrise alle großen Firmen für einen Cent aufzukaufen. Oder für ein Butterbrot und ein Ei. Oder wie sagt man das im Deutschen? Ei und Butterbrot, ne? Sagt man doch im Deutschen, ne? Ja, Apfel und ein Ei, ne? Ein Apfel und ein Ei, genau, danke. Ja, nicht Butterbrot. Für ein Apfel und ein Ei aufzukaufen, ja? Weil sie natürlich dafür gesorgt haben, dass die Werte dieser ganzen Firmen in den Keller gingen. Ja? Die Firmen waren ja auf einmal nicht mehr nichts wert. Das ist ja nicht wahr. Aber das ist halt künstlich eingeleitet. Und das ist eben von diesen ganzen verschiedenen Ritterorden gemacht. Also es ist auch immer ein Trugschuss zu glauben, also in einer Krise, wie in dem Fall das war, dass es ausschließlich nur Verlierer gibt. Also es gibt da auch eine gewisse Anzahl an Gewinnern, ganz sicher. Ja, aber es sind immer dieselben Gewinner. Es sind immer dieselben, ja, die verlieren. Ja, richtig, genau, genau. Es sind immer dieselben, die verlieren, und es sind immer dieselben, die gewinnen. Und es sind natürlich auch einige von den wirklich, sage ich jetzt mal, Reichen, die es gibt, die auch verlieren, aber das ist auch nur oberflächlich oftmals. Die kommen hinterher dann doch wieder auf die Füße. Aber einer der großen Punkte, die das damals ja bewerkstelligt hat, war, dass die Firma Opel von Deutschen in amerikanische Hände ging. Ne? Das war General Motors, die damals durch die Weltwirtschaftskrise Hände an Opel gekriegt haben, an den Autobauer. Ja? Der heute ja irgendwo im Franzosen gehört, da weiß ich nicht, Renault, Peugeot oder Peugeot, Citroën, oder wer hat das aufgekauft? Ja, damals Zeit. War das auch schon so diese, sehr intensiv mit Aktienhandel oder AGs allgemein, ne? Dass man halt relativ einfach auch an quasi ja so eine fremde Übernahme oder was dann, weil die Leute waren ja quasi gezwungen, ihre noch mit wenigen Cent behafteten Wertpapiere abzustoßen. Ja, und dann hat natürlich dann der Vatikan zugeschlagen. Da hat der Vatikan richtig zugeschlagen, ja, genau. Nur das wissen die meisten nicht und deswegen lasse ich das gerne mal als Information hier in diese Lesung mit einfließen, weil man muss ja eben auch begreifen, das Geldsystem, ja, das zu einer Entwertung und Zerfall des Geldsystems, wie es hier in dem Buch angeführt wird, dafür müssen wir begreifen, und da hast du ja vorher schon mal Bill Hughes angeholt, der spricht ja auch drüber in seiner Serie Behind the Door, die ich auf meinem Zweitkanal hochgeladen habe in Englisch, dass eben die Gründung der amerikanischen Federal Reserve Bank zurückgeht auf Jesuiten. Ja? Diese Warburgs und Schiffs und Morgan zum Beispiel, ja? J.P. Morgan, den man ja sehr gut kannte damals, und nach dem Tod hat man festgestellt, dass der im Grunde nur eine Puppe am Draht von den Rothschilds war. Ja? Ein sehr reicher Mann, da nicht von, aber war im Grunde nur eine Puppe von Rothschild. Und der war auch ein Mitbegründer von der amerikanischen Federal Reserve Bank in 1913, nachdem sie 1912 die Titanic versenkt haben, wo 3 Leute drauf waren, die Gegner dieser Bank waren. Isidor Strauss, unter anderem, fällt mir da jetzt eben ein, und die anderen beiden weiß ich nicht mehr, das müsste ich jetzt nachgucken, ich kann nicht alles im Kopf behalten. Aber das könnt ihr ja selber mal nachschauen, das Sinken der Titanic, habe ich auch ein Video drüber gemacht mit Bill Hughes, wo er wunderbar darauf mit eingeht, wie die Jesuiten dahinter gestanden haben. Und eben auch, welche 3 Leute damals auf der Titanic untergehen mussten, weil sie eben Gegner waren der Federal Reserve Bank. Und die Federal Reserve Bank ist ja nur das in Amerika. Wir haben ja hier in Europa dasselbe mit der Europäischen Zentralbank. Und wir haben hier in Europa natürlich auch noch in der Schweiz die BIZ, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel in der Schweiz, die auch eine Rothschild-Bank ist. Und wir wissen ja von den Untersuchungen inzwischen, dass die Rothschilds nichts anderes sind als die Hüter des Vatikanschatzes. Also, alle Fäden laufen da immer zusammen. Ich kann es auch nicht ändern, es ist nun mal so. Die laufen da so zusammen. Und je mehr man in solchen Büchern hier liest, desto mehr man sieht, wenn man das vorher schon gesehen hat, da steht der und der hinter, dann muss der auch hier und hier hinterstehen. Weil es kann nicht anders, weil die Ziele sind genau dieselben. Und die Jesuiten
haben ein Ding wirklich gut im Griff. Das ist, dass sie immer für ihre Ziele andere Leute vorspannen können, vor ihren Karren spannen können. Wie in diesem Fall das mit den Juden zu tun. Und warum das so ist und warum das nötig war, da kommen wir noch drauf hin, wenn wir weiterlesen. Ich meine, ich bin jetzt schon über eine halbe Stunde in diesem Video und bin noch nicht mal richtig auf Seite 2 angekommen, weil ich ständig irgendwo abweiche, aber ich hoffe, es interessiert euch, weil es soll eine tiefgehende Geschichtsstudie werden, dass wir wirklich sehr gut begreifen, dass ich mir das nicht irgendwie aus den Daumen raussauge, was ich hier über die Jesuiten sage, und dass nicht die Juden hinter dieser Verschwörung stehen, sondern dass es die Jesuiten sind und die römisch-katholische Kirche, dass es Satan selbst ist. Ja? Universeller Krieg gegen jede Nation, fährt der Autor fort, oder Staatengemeinschaft, die nicht gehorchen, ist vorgesehen im Protokoll 7. Tja, und das ist doch genau das, was die römisch-katholische Kirche auch macht. Hierfür, ich kann nicht anders, ich muss da wieder mal eine Verweisung machen. Hierfür möchte ich mal verweisen auf die Lesung von Tom Fress, The Global Vatican, die er gelesen hat in Inquisition Update auf First Amendment Radio. Es sind 99 Videos von knapp 50 Minuten jedes Mal. Aber wenn das sich angehört hat oder das Buch selbst gelesen hat, The Global Vatican, der versteht das, dass die römisch-katholische Kirche hinter jedem Krieg jeder Nation steht, weil die Kirche oder die Staaten, die ihr nicht gehorchen, ja, die werden umgeworfen. Das nennt man heute Regime Change. Ja, habt ihr sicher schon mal gehört, diesen Ausdruck, ne? Das Regime muss verändert werden. Das Regime ist nicht gut, das Regime ist nicht gut. Unter anderem noch heutzutage in 2018 sprechen wir ja von Syrien und sprechen wir von Iran und sprechen wir von Nordkorea und in der Vergangenheit sprachen wir von Irak und von Libyen und noch von anderen Ländern. Muss man sich mal fragen, wieso das immer so ist und wer dann da wirklich hintersteht. Ja? Universeller Krieg, und das ein anderes Wort für universell ist katholisch. Gegen jede Nation oder Staatengemeinschaft, die nicht gehorchen, ist vorgesehen im Protokoll 7. Also das mag dann in den sogenannten zionistischen Protokollen stehen, aber es ist ganz deutlich ein Ziel der römisch-katholischen Kirche. Protokoll 10, fährt der Autor fort, beinhaltet alle Einzelheiten, wie die Moral unterhöhlt werden kann und führende Staatsmänner sich erpressen, kompromittieren und verleumden lassen, damit diese zum Gehorsam gezwungen werden. Genau dieselbe Taktik, genau dieselbe Politik, wie sie auch von den Jesuiten gehandhabt wird. Die Geheimklausur, wo diese monströsen Pläne angeblich geschmiedet wurden, so wird behauptet, wurde unter der Federführung einer der einflussreichsten und am höchsten eingeweihten Anführer der Freimaurerei geleitet. Es wird gesagt, die Protokolle wurden, Zitat, unterzeichnet von Vertretern von Zion des 33. Grades. Freimaurerei. Und wer steht an der Spitze der Freimaurerei? Der schwarze Papst, der General der Jesuiten. Ja? Also, selbst wenn es hier sich bei diesen bei den zionistischen Protokollen um eine jüdische Freimaurerverschwörung handeln sollte, was es nicht tut, aber wenn es so sein sollte, selbst dann ist ganz deutlich, dass an der Spitze eben auch dieser Freimaurerei der General der Jesuiten steht. Weil Freimaurertum wurde im 17. Jahrhundert errichtet von den Jesuiten und niemand anders. Das kann man geschichtlich ja überall nachschauen. Keine Gruppe oder Organisation könnte je böser und satanischer sein, als sich diese jüdisch-freimaurischen Weisen von Zion selbst darstellen. Sie sind die Verkörperung oder die Apotheose des Antichristen und hätten nur von theologischen Köpfen heraufbeschwört werden können mit der schrecklichen Erwartung der Offenbarung eines Antichristen. Ja, und dabei vergessen wir dann mal eben, dass wir hier eine Ablehnung haben des Papsttums als historischen, prophetischen und biblischen Antichristen. Ja? Deswegen sieht es von Anfang an nach einer Täuschung aus, weil sie sprechen hier von der Offenbarung eines Antichristen, das ist die Zukunftslehre des Antichristen. Und ihr wisst aus meinen Videos, der größte Betrug seit dem Garten von Eden, dass der jesuitische Betrug von Francisco Ribera aus 1591 ist, der Welt weiszumachen, dass der Antichrist eine einzelne
Person ist, die in der Zukunft 3,5 Jahre bevor Jesus Christus zurückkommt, auf dieser Welt erscheinen wird. Und wir wissen, dass der historische, biblische, historische und prophetische Antichrist das Papsttum ist und niemand anders. Wenn wir also hier mit einer Verschwörung konfrontiert werden, die sagt, dass sie eine Erwartung haben der Offenbarung eines Antichristen, dann wissen wir bereits, dass das eine falsche Verschwörung ist, weil sie nicht auf der Wahrheit beruht der Bibel, die uns ganz deutlich sagt, dass das Papsttum und das Papsttum alleine alle Kriterien des Antichristen erfüllt. Wenn wir also mit einer jüdisch-freimaurerischen Verschwörung zu tun haben, die die schreckliche Erwartung der Offenbarung eines Antichristen darauf hinausläuft, dann wissen wir, dass das eine Lüge sein muss. Und wenn man da schon lügt, ja, wo lügt man dann noch? Dann wollen wir mal sehen. Man muss eingestehen, dass gewisse Ähnlichkeiten zwischen diesem revolutionären Aktionsplan und dem Programm der Bolschewisten existieren, die nach der Ermordung des russischen Zaren und Umsturz der Kerensky-Regierung herrschten. Die Kerensky-Regierung, habe ich auch mal kurz rausgesucht, da sprechen wir von Alexander Fjodorowitsch Kerensky, der in Simbirsk in 1881 geboren wurde und 1970 in den USA in New York verstorben war, ein russischer Politiker und zeitweise Chef der Übergangsregierung zwischen Februar- und Oktoberrevolution im Jahr 1917. Ja. Wir hatten also bereits im Februar eine Revolution im 1917 in Russland und dann hatten wir die Oktoberrevolution, in der ja unter anderem auch der Zar, von den Jesuiten übrigens, damals ermordet wurde. Ja. Und wer darüber mehr wissen will, der kann das hier auf Wikipedia über den Alexander Fjodorowitsch Kerensky nachlesen. Ja, finde ich immer interessant, wenn man sich dann auch mal mit solchen Dingen dazwischen beschäftigt. Aber von den 17 Mitgliedern des Rates der Volkskommissare in der Sowjetunion zu der Zeit war nur einer, nämlich Trotzki, ein Jude. Außerdem haben die Freimaurer niemals, in keinster Weise je Einfluss in Russland ausgeübt, auch nicht unter dem Zar oder unter den Sowjets. Heute ist das anders, wenn wir darüber nachdenken, weil Putin ist Hochgrad-Freimaurer. Außerdem wurde Putin jesuitisch geschult, was man an seiner Laufbahn deutlich erkennen kann. Er war nämlich früher Chef des KGB und der wird man nicht, wenn man kein Jesuit ist. Das steht so klar geschrieben, wie man auch normalerweise kein Chef der CIA in Amerika wird, ohne Malteserritter zu sein. Also auch jesuitisch geschult zu sein, wie beinahe alle CIA-Chefs in den Vereinigten Staaten das waren. Ja, also Putin war auch auf jeden Fall beim Antichristen zur Audienz, wenn ich mich recht entsinne. Ja, mehrmals. Das sind ja alle hohen Politiker, die müssen ja alle ihre Huldigung an den Papst bezahlen. Die müssen ja öffentlich zugeben, dass sie ihm unterstellt sind. Die Welt begreift es nicht, die sehen diese Bilder, wie die verschiedenen Leute den Papst besuchen, aber sie begreifen ja nicht, was dahinter steckt. Und dahinter steckt im Grunde nur, dass man sein Gehorsam gegenüber dem Papst ausdrückt. Das hat ja auch mit der strengen Kleiderordnung zu tun. Zum Beispiel die Frauen, wenn sie ihre Frauen mitnehmen, dass die da immer schwarz verschleiert rumlaufen, das hat ja mit der Unterwerfung zu tun, die man sich an den Papst tut. Also, dass man sich dem Papst eben unterwirft, ne? Ja, Putin war auch schon beim Antichristen, beim Papst auf Audienz, natürlich. Auch eine weltweite ökonomische Depression hat stattgefunden. Wie gesagt, das hatten wir bereits besprochen, 1929. In etwa so ähnlich, wie es die Weisen von Zion angeblich planten. Auf keinen Fall haben die Juden und Freimaurer jemals die Weltfinanzen komplett kontrolliert. Sie litten, wie so viele andere auch, als Folge des ökonomischen Debakels 1929. Da hatten wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Und wer glaubt, dass Juden und Freimaurer die Weltfinanzen komplett kontrollieren, der sollte wirklich mal die Fäden verfolgen bis zum Ursprung. Und dann wird er sehen, dass die Fäden zusammenlaufen in den römisch-katholischen Ritterorden. Was habe ich denn hier noch für einen Kommentar beigebracht? Ja. Auch wichtig, den Kommentar wollen wir auch mal eben vorlesen hier. Ja? Also, Juden und Freimaurer haben ebenso wie viele andere als Folge des ökonomischen Debakels 1929 gelitten. Nur die unteren, nicht aber die initiierten Ränge, ja, die eingeweihten Ränge,
Die wirklichen Drahtzieher werden immer nur reicher, egal ob die Wirtschaft gut oder schlecht geht für Otto Normalverbraucher. Und dann nochmal ein Zitat, Offenbarung 18, Vers 23, wie ich bereits vorgelesen hatte. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Das Wort Zauberei übrigens heißt im original griechischen Text in diesem Fall Pharmakeia. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber da könnt ihr euch ja eure eigenen Gedanken drüber machen, warum die Zauberei Pharmakeia heißt, wovon wir heute unsere Pharmaindustrie herhaben. Ne? Aber das geht jetzt zu weit, um da auch noch drauf einzugehen. Stellt mal eure eigenen Nachforschungen an. Die Nazifaschisten, die die Protokolle erfolgreich zu ihrem Vorteil verteilten und diese kriminelle Fälschung benutzten, um ihr primäres Ziel zu erreichen, könnte man der Urheberschaft beschuldigen. Aber die Publikation ist dem Aufstieg des Faschismus um ein Vierteljahrhundert vordatiert, als Hitler und Mussolini das 1x1 in der Schule lernten und Franco auf dem Schoß seiner Mutter den Rosenkranz brabbelte. Also, man kann es Hitler nicht in die Schuhe schieben, er hat zwar Gebrauch davon gemacht, von diesem Schreiben, aber man kann ihm die Urheberschaft nicht in die Schuhe schieben, weil es viel älter ist. Und wir werden nachher noch sehen, wie viel älter es eigentlich ist. Nunmehr lässt sich der Verfasser des unbekannten Dokuments am besten durch das Schriftstück selbst herausfinden, durch die Ursache, die es begünstigt, und durch das Feindbild, die es darstellt. Also im Grunde alles das, was ich bis jetzt sowieso schon darüber gesagt habe, da kommt der Autor jetzt drauf zu sprechen, und das werden wir im weiteren Verlauf dieser Sendung und dieser Lesung merken, dass man ein Dokument am besten an den Urheber linken kann, wenn man sieht, worum es eigentlich geht. Und das ist dasselbe wie mit dem Eid der Jesuiten. Ja? Wenn es Leute gibt, die abstreiten, dass der Schwur der Jesuiten, dieser extreme Eid, den ich da besprochen habe, dass der echt ist, da muss man sich doch nur die Taten der Leute angucken und dann sieht man schon, die brauchen diesen Eid gar nicht, weil das ist so deutlich. Man muss es halt sehen wollen. Man muss es eben auch studieren, um es zu sehen. Also, der Autor sagt, dass sich der Verfasser eines unbekannten Dokuments am besten durch das Schriftstück selbst herausfinden lässt, durch die Ursache, die es begünstigt, und durch das Feindbild, die es erstellt. Also schauen wir uns das an und dann werden wir sehen, ob meine, ich sage jetzt mal zwischen Anführungszeichen, Hypothese, dass ich die Jesuiten dahinter anklage, richtig ist oder verkehrt ist. Diese erscheinen auch, sagt er, also die um die Ursachen. Diese erscheinen auch, wenn sie umgekehrt platziert werden. Davon ein veranschaulichendes Beispiel mit so einer Analyse von einem Teil der Protokolle von Zion, die ich vor mir liegen habe, also spricht der Autor hier. Es ist eine Kopie von The Catholic Gazette von Februar 1936, eine monatlich erscheinende Publikation von der Catholic Missionary Society of London, England. Aus Platzgründen können wir nur Teile dieses schändlichen Dokuments zitieren, hier in diesem Augenblick. Warum? Und das ist doch mal eine Frage, ne? Er sagt hier, es ist eine Kopie, also er hat einen Teil der Protokolle vor sich liegen, es ist eine Kopie von The Catholic Gazette vom Februar 36, eine monatlich erscheinende Publikation von der Catholic Missionary Society of London. Also, die katholische Gazette von der katholischen missionarischen Gesellschaft in London. Warum ausgerechnet eine römisch-katholische Institution diese Schriften verbreitet, sollte einem doch auch mal zu denken geben, oder? Dass ausgerechnet eine Publikation der römisch-katholischen Kirche hier einen Teil der Protokolle der Weisen von Zion veröffentlicht. Warum? Was ist die Agenda dahinter? Sollte man sich doch vielleicht auch mal fragen. So, ich werde mal eben hier ein anderes Bild einblenden. Aber hier kommen wir später noch drauf. Nehmen wir das hier. So. Die Verschwörer geben Folgendes von sich. Zitat. Solange es noch eine Moralvorstellung des sozialen Gefüges, Glauben, Patriotismus und Würde unter den Heiden gibt, werden unsere Herrschaftspläne über die Welt nicht aufgehen. Kleiner Kommentar, hier kann man deutlich die Pläne der neuen Weltordnung herauslesen. Und wer steckt dahinter?
kleine Frage, die ich immer eben stelle. Wir müssen natürlich jetzt davon ausgehen, dass dies hier geschrieben ist aus der Sicht, als ob es Juden wären. Und wenn wir hier jetzt dann sprechen von den Heiden, dann müssen wir die Heiden verstehen unter dem Sinne von Goyim, wie die Juden das sagen. Ja? Also wir sprechen hier jetzt nicht von römisch-katholischen Vorstellungen der Heiden, alles, was sich nicht dem Papst unterwirft. Wir sprechen hier nicht von der biblischen Vorstellung von Heiden, alles, was sich nicht der Bibel unterwirft, ist heidnisch, oder alles, was nicht an die Bibel glaubt, ist heidnisch, sondern wir sprechen hier aus der Sicht der Juden. Ja? Solange es noch eine Moralvorstellung des sozialen Gefüges, Glauben, Patriotismus und Würde unter den Goyim oder den Heiden gibt, werden unsere Herrschaftspläne über die Welt nicht aufgehen. Wir müssen also dafür sorgen, dass unsere Moralvorstellungen, die sozialen Gefüge, Glauben, Patriotismus und Würde der Goyim zerstören. Das wird mit anderen Worten hier gesagt. Wir haben immer noch einen langen Weg zu gehen, bis wir unseren Hauptgegner, die katholische Kirche, umstürzen können. Wir müssen immer daran denken, dass die katholische Kirche die einzige Institution ist, die uns immer im Weg stand und immer im Weg stehen wird. Die methodische Arbeit und Morallehren der katholischen Kirche wird für immer dafür sorgen, dass ihre Kinder eine Geisteshaltung in sich tragen, die zu anständig ist, als sich unserer Herrschaft zu unterwerfen und sich vor unserem zukünftigen König von Israel zu verbeugen. So, und hier denke ich, Viktor, sollten wir mal einen kleinen Kommentar zu abgeben, auch wenn ich das nicht vorbereitet habe. Was denkst du? Ja, also zuallererst ist das natürlich auch interessant, wie du schon kurz auch angefügt hast, dass in einer katholischen Zeitschrift, sage ich jetzt mal, oder Publikation, oder eine Publikation, die in der Catholic Missionary Society of London erschienen ist, ja, was will man damit bezwecken? Will man quasi die Katholiken jetzt mit so einem Pamphlet in Anführungsstrichen, weil wir ja schon festgestellt hatten, es kann sich ja jetzt nur um eine Lüge handeln, weil man quasi den prophetischen, biblischen und historischen Antichristen quasi in die Zukunft verlegt, der aber eigentlich schon lange schon existiert unter uns. So ist dann natürlich die Frage, ja, will man damit die Katholiken aufhetzen gegen die ja, sogenannten jüdischen Freimaurer oder wer da auch immer hinterstecken mag angeblich? Oder will man vielleicht den Hass, den die römisch-katholische Kirche auf Juden seit über 2000 Jahren hat, noch ein wenig mehr zementieren? Ja, oder das, genau. Ha? Schau, wir lesen hier, wir müssen immer daran denken, dass die katholische Kirche die einzige Institution ist, die uns immer im Weg stand und immer im Weg stehen wird. Jetzt muss man diesen Satz, also der ist ja hier angeblich geschrieben aus jüdischer Sicht. Jetzt muss man diesen Satz mal eben umdrehen. Wir müssen immer daran denken, dass die Juden die einzige Institution ist, die uns immer im Weg stand und immer im Weg stehen wird. Die römisch-katholische Kirche behauptet von sich selbst, sie sei die wahre Kirche Jesus Christus. Ja? Sie sei die wahre apostolische Kirche. Sie sei die Kirche, die Jesus Christus hier auf Erden gegründet hat. Jesus Christus hat aber aus dem Judentum kommend, na, ich muss das anders sagen. Die Juden haben damals, das jüdische Volk hat damals Jesus Christus nicht akzeptiert. Und wir lesen ja sogar in dem Buch der Apostelgeschichte darüber, dass die Christen als Sekte bezeichnet wurden. Ja? Steht da, glaube ich, in der Apostelgeschichte an einigen Stellen mit drin, diese neue Sekte, diese neue Glaubensrichtung, von der die Paulus dann ja eben auch beigetreten ist. Ja? Das Christentum ist aus dem Judentum entstanden. Also hat sich das Judentum hat sich geteilt in einerseits das traditionelle Judentum und andererseits das neue Christentum, weil die ersten Christen waren Juden. Da gibt es ja nun mal keinen Zweifel dran. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist biblisch so sichergestellt. Das Judentum hat sich also geteilt. Wenn wir jetzt davon ausgehen würden, was nicht wahr ist, aber wenn wir davon ausgehen würden, dass die römisch-katholische Kirche dieser wahre Linke, sage ich schon, dieser andere Stamm ist jetzt also der wahren Kirche Jesu Christi, wenn das so wäre, dann wäre die ja den Juden immer gegenübergestellt in Feindschaft, weil die Juden waren ja damals, Paul, als er noch Saul war, Paulus, als er noch Saulus war, war ja das beste Beispiel. Der hat ja die Christen verfolgt.
Okay? Damals haben die Juden die Christen verfolgt. Und später haben dann die Christen, zwischen Anführungszeichen, nämlich eigentlich Katholiken, die Juden verfolgt. Von Anfang an. Ja? Und das muss man eben sehen, wenn man diesen Satz hier liest, wenn man den umdreht. Wir müssen immer daran denken, dass die katholische Kirche die einzige Institution ist, die uns immer im Weg gestanden hat und im Weg stehen wird. Es sind die Juden, die der römisch-katholischen Kirche immer im Weg stehen. Es gibt ein Zitat, und ich habe Tom Fress schon seit 2 Jahren gebeten, das mal rauszusuchen, aber das ist nicht leicht, weil das Buch gibt es nicht online. Das muss er wirklich im Buch raussuchen. Er hat eins der Bücher von Avro Manhattan gelesen, in dem Avro Manhattan, der Autor von unter anderem dem Buch Vietnam, Why Did We Go, also Vietnam, warum sind wir gegangen, und noch viele andere wunderbare Bücher geschrieben hat, historische Bücher im 20. Jahrhundert. In einem seiner Bücher hat er die Aussage gelesen, dass Avro Manhattan einen KGB-Agenten interviewt hat. Und der KGB-Agent hat gesagt, stell dir mal vor, morgen würde es den Protestanten gelingen, die Juden davon zu überzeugen, dass Jesus Christus ihr Messias war und ihr Messias ist. Stell dir mal vor, die ganze jüdische Welt würde von heute auf morgen begreifen, welchen schrecklichen Fehler sie vor 2000 Jahren begangen haben, als sie unseren Messias ans Kreuz genagelt haben. Und sie würden endlich zu der Einsicht kommen, dass Jesus Christus, wie er selber sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass man nicht zum Vater kommt, außer durch ihn. Wenn das passieren würde, so hatte der Avro Manhattan das in seinem Buch beschrieben, hatte der KGB-Agent gesagt, wenn das passieren würde, dann wäre morgen die römisch-katholische Kirche Toast. Und ich glaube nicht, dass der KGB-Agent auch auf irgendeine Weise da übertrieben hat. Jetzt sehen wir das doch bitte mal in einem Zusammenhang. Jetzt schauen wir uns doch bitte mal an, was ich gerade eben gesagt habe, in welchem Licht erscheint denn dann die Judenverfolgung der Deutschen, die hauptsächlich Protestanten waren, die Judenverfolgung Europas, die hauptsächlich Protestanten waren in den letzten paar Jahrhunderten. In welchem Licht erscheint denn dann diese Judenverfolgung auf einmal? Wenn man nicht dafür Sorge trägt, dass die Juden und die Protestanten voneinander geschieden sind, oder dass der eine oder der andere oder am liebsten sogar beide noch ausgelöscht werden, dann hat die römisch-katholische Kirche ein ständiges Pulverfass in ihrer Nähe, über das sie keine Kontrolle hat. Und wenn die römisch-katholische Kirche ein Ding nicht akzeptieren kann, dann ist es, nicht die Kontrolle über etwas zu haben. Jetzt denkt doch mal darüber nach. Warum hat man im Zweiten Weltkrieg die Juden verfolgt? Warum hat man im Zweiten Weltkrieg die Protestanten so stark verfolgt? Unter anderem, das könnt ihr nachlesen bei Eric John Phelps in seinem Buch Vatican Assassins, Wounded in the House of My Friends, wurden die Truppen der Amerikaner, die damals im D-Day, also am 6. Juni 1944 in der französischen Bretagne gelandet sind, diese Einheiten wurden spezial ausgesucht und da waren nur Protestanten drin. Zu der Zeit hatte diese Hundemarke, wie man das nennt, die die Soldaten haben, ich war auch mal Soldat, hatte auch mal so eine Hundemarke, da war auf diese Hundemarke noch die Religionszugehörigkeit mit eingestanzt. Man wusste ganz genau, wer protestantisch war und wer katholisch war. Und von den Tausenden, die da an dem Strand am 6. Juni niedergemäht wurden, da war kein Katholik bei. Das waren alles ausgewählte protestantische Truppen. Das ist nur mal ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel. Der Brandanschlag auf Dresden. Wann war es? Anfang 45 oder war es 44? Ich bin mir jetzt auch nicht genau sicher, aber es war ziemlich zum Ende, glaube ich. Es war zum Ende des Krieges, das sowieso. Ja. Es war 44 also, oder 45. Wo in Dresden die ganzen Flüchtlinge aus dem Osten da untergekommen sind. 500.000 Menschen, die in der Stadt verweilt waren und die zum großen Teil Opfer waren dieses Brandanschlags von diesem Bomber Harris, wie er sich nannte, ja, dieser englische Bomber, der da mit rüberging. Das waren Protestanten, die da vernichtet wurden, die aus dem Osten kamen. Im Osten haben ja auch viele Juden gewohnt. Ja? Wenn Protestanten und Juden sich vermischen,
Dann entsteht ein Pulverfass, das die römisch-katholische Kirche nicht kontrollieren kann. Und erst wenn man solche Dinge überhaupt versteht, dann begreift man viel von dieser römisch-katholischen Politik, dann begreift man auch diese Politik, von warum es einen Holocaust geben musste. Ob er jetzt so stattgefunden hat oder nicht, wie uns gelehrt wird, das steht hier gar nicht mal zur Debatte. Aber es ist wichtig, dass der Holocaust in den Köpfen der Menschen stattgefunden hat, an der ersten Stelle, diese Judenverfolgung. Weil damit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Nämlich einerseits beseitige ich so und so viele Millionen Juden schon mal und schüre ich Hass der Juden gegenüber den Deutschen, und Deutschland ist die Wiege des Protestantismus. Also ich schüre Hass zwischen Protestanten und zwischen Juden. Ich mache genau das, was im jesuitischen Eid festgeschrieben steht, nämlich Hass säen in Nationen, die friedlich miteinander gelebt haben, oder auch Völkern, die miteinander friedlich gelebt haben. Und bis zum Ausbruch, mehr oder weniger, als Hitler an die Macht kam, haben die Juden mehr oder weniger friedlich in Deutschland gelebt. Sogar sehr gut gelebt. Sie hatten gut gehende Geschäfte und alles drum und dran, aber sie waren integriert in Deutschland. Das, was ich jetzt gerade erzähle, diese Ursprünge des sogenannten Antisemitismus, das geht ja noch viel weiter, das geht ja noch zurück in die Ende des 19. Jahrhunderts. Wir hatten in Verborgene Geschichte der Jesuiten bereits darüber gelesen, dass wir gelesen hatten, dass die Dreyfus-Affäre auch an der Basis dafür lag, um in Frankreich den Antisemitismus anzuschüren. Und wir werden im nächsten Kapitel, wo es über Leo Taxil geht, auch noch darüber sprechen, dass auch Leo Taxil ein Instrument der Jesuiten war, um Antisemitismus in Frankreich anzuschüren. Antisemitismus in Frankreich, der dann überweht nach Deutschland, um dafür zu sorgen, dass sicher die Protestanten und die Juden verfeindet miteinander sind, wobei das die größten Freunde sein müssten, was ich ja auch schon vorgelesen habe in einer anderen Lesung. War es in der letzten Lesung oder was? Weiß ich gar nicht. Letztens habe ich es irgendwo vorgelesen aus Römer Kapitel 11. Ich muss mir das mal eben aufschlagen. Hier steht mir das mal eben zu, dass ich mir eben die Bibel hier bei der Hand nehme. Ein Römerbrief und dann Kapitel 11, Vers 11, wo wir deutlich drin lesen. Ich frage nun, sind sie, die Juden, denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Paulus spricht hier davon, dass durch das Straucheln der Juden oder durch das Fallen der Juden das Evangelium überhaupt erst den Heiden zuteil wurde. Und jetzt, wo wir das Evangelium haben, müssen wir dafür sorgen, dass wir die Juden damit zur Eifersucht reizen, zur Eifersucht, weil wir etwas haben, was ihnen eigentlich ursprünglich gehörte, nämlich die Erlösung, die ihnen versprochen war. Es war ja versprochen, dass ein Messias aus ihren Reihen kommen würde. Und der gibt jetzt die Erlösung von ihnen weg an die Heiden. Und deswegen Paulus, Römer 11, Vers 11. Durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie, die Juden, zur Eifersucht zu reizen. Also, wir sollen die Juden lieben. Wir sollen die Juden zur Eifersucht ansetzen. Wir sollen ihnen von Jesus erzählen. Wir sollen sie von Jesus überzeugen. Aber das machen wir natürlich nicht in einer Welt, in der Antisemitismus herrscht. Antisemitismus herrscht, richtig? Das passiert nicht in einer Welt, wo Judenhass überall gesät wird. Und Judenhass kann ich am besten dadurch sehen, dass ich mit meiner Agenda der römisch-katholischen Kirche dafür sorge, dass das nicht offiziell meine Agenda ist, sondern dass ich das scheinen lasse, das ist die Agenda der Juden. Und dafür mache ich dann solche Papiere oder veröffentliche solche Papiere wie die jesuitischen Protokolle, ja, die Protokolle der Weisen von Zion, über die wir hier in diesem Video sprechen. Nicht mehr lange, weil wir kommen schon an eine Stunde und wir werden das gleich abschließen. Aber ich hoffe, dass ich hier mit dieser Lesung heute einen Grundstein habe legen können, der euch deutlich macht, wie wichtig es ist, als Protestant durchs Leben zu gehen, als bibelgläubiger Christ durchs Leben zu gehen und die Zusammenhänge zu verstehen und die Verschwörung vor allen Dingen der römisch-katholischen Kirche gegen die ganze Menschheit zu verstehen. Ja, die römisch-katholische Kirche hat sich gegen die Menschheit verschworen, weil die römisch-katholische Kirche ist nur das Sprachorgan von Satan, vom Teufel. Und es geht um den Kampf zwischen dem Teufel auf der einen und Gott auf der anderen Seite.
Und wir sind in der Mitte. Und wir müssen unsere Position wählen und beziehen. Und wenn uns Gott auf die Schulter tippt und uns sein Wort in die Hand gibt und sagt, das ist mein Wort, danach lebe, danach handle, dann müssen wir das tun. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir hilflos verlorene Schafe, die auf dem breiten Pfad in der Verdammnis, in die Verdammnis wandeln und das ewige Leben niemals haben werden. Diese Wahl haben wir. Und Lesungen wie dies, die hoffentlich deutlich genug sind, ich hoffe, dass ich den Punkt deutlich gemacht habe, dass bibelgläubige Christen die Juden umarmen sollen und nicht von sich abstoßen sollen. Ich hoffe, dass ich diesen Punkt deutlich genug gemacht habe, dass wir nächstes Mal fortfahren, dass wir uns ein wenig mehr nur mit den Protokollen beschäftigen können. Aber ich finde, dieses zweite Kapitel in dem Buch Hinter den Diktatoren ist ein wunderbarer oder eine wunderbare Möglichkeit, um dieses Thema mal in all seiner Tiefe anzusprechen. Ganz, ganz wichtig. Weil es geht hier um viel Geschichte, die den Deutschen indoktriniert wurde, die so nie stattgefunden hat. Und die auch unser Gewissen ein wenig erleichtern kann. Wisst ihr, als ich damals in die Schule ging, da wurde mir von dem Holocaust gelernt und damit wurde mir ein schlechtes Gewissen indoktriniert. Oh, deine Eltern, deine Großeltern waren ja so schlechte Menschen. Guck, was die gemacht haben. Man wird mit einer Schuld belastet, man wächst schon mit einer Schuld auf. Und wenn man mit einer Schuld aufwächst, dann ist es ja auch ganz leicht, um sich irgendwelchen Lehren dann zuzuschreiben und diese Lehren dann zu folgen und gar nicht mehr für sich selbst zu denken. Man wächst mit einer Schuld auf und läuft dann eben immer dieser Schuld hinterher. Aber ich habe die Schuld nicht mehr auf mir, weil ich wurde befreit von der Wahrheit, die in Jesus Christus ist. Und er hat mir aufgezeigt, dass es nicht meine Schuld ist und dass ich davon frei sein kann. Oh, ich habe andere Schulden, natürlich, ich bin ein Sünder. Aber da habe ich auch meine Erlösung für, in Jesus Christus. Viktor, hast du noch eine abschließende Bemerkung für dieses Video heute? Wir sind nicht so weit gekommen, wie ich dachte, aber tut mir leid. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen oder dass du noch einen Kommentar hast jetzt. Also ich muss an der Stelle sagen, hat mir sehr gut gefallen. Auch natürlich die Bibelzusammenhänge, natürlich auch viel noch geschichtlicher Hintergrund. Und natürlich auch jetzt nochmal zum Schluss, das mit dem Pulverfass natürlich, wo du sagtest, beziehungsweise du die Zusammenhänge gerade so schön auch dargestellt hast. Ja, was muss ich tun, um dieses Pulverfass zu beseitigen? Ne? Am besten, ich trenne diese zwei Lager voneinander, ne? Dass sie nicht so nah beieinander sind. Und ich glaube, hat ja auch stattgefunden. Ne? Nur noch das so viel von meiner Seite. Ja, es war eine sehr schöne Lesung. Ich freue mich auf den nächsten Teil und sag an dieser Stelle Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön, Viktor, dass du mich begleitet hast bei dieser Lesung. Und ich habe es mir eigentlich, bevor ich diese Lesung angegangen bin, ganz anders vorgestellt. Das sollte ganz anders laufen. Aber wie sagt man das so schön? Erstens kommt es anders, als man zweitens denkt, ne? Oder sowas in der Richtung. Man kann solche Dinge nicht richtig planen. Das ist eingegeben und ihr habt ja gesehen, welche Kommentare ich vorbereitet hatte und welche Kommentare ich alle gegeben hatte. Und das ist eben, wenn der Heilige Geist diese Lesung leitet. Und ich hoffe, dass ihr dasselbe daraus gezogen habt, wie Viktor eben auch, einen gewissen Geschichtsschluss daraus gezogen habt, dass gewisse Dinge, wenn man sie im Licht der Bibelprophezie anschaut, weil Bibelprophezeiung ist nichts anderes als Geschichte, die im Voraus erzählt wird. Und wenn wir heute in 2018 auf diese Geschichte zurückgucken, dann, und wir tun das mit der Brille der Bibel auf, dann sehen wir die Geschichte, wie sie sich wirklich zugetragen hat und was wirklich beabsichtigt war mit all diesen Dingen und nicht nur das, was sie uns erzählen offiziell, sondern mit Hilfe der Bibel, des Wortes Gottes, können wir sehen, wie die Geschichte sich wirklich zugetragen hat. Von daher werde ich wohl ein paar Tage dazwischen lassen zwischen dem Hochladen dieses Videos und des zweiten Teils, der natürlich noch kommen wird, dass ihr da drüber nachsinnieren könnt und nachdenken könnt und vor allen Dingen auch ein wenig nachdenken könnt, bevor ihr Kommentare unter dieses Video beischreibt.
Ich hoffe jedenfalls, es hat euch ebenso gefallen wie Victor und wie es mir gefallen hat. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen mehr oder weniger, um weiterzumachen. Ich möchte dieses Kapitel weiterlesen, weil es gibt noch viele spannende Dinge, die man dabei erwähnen kann. Deswegen sind wir erst auf Seite 2 von Seite 10. Und für heute sage ich, bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch schützen, behüten und segnen auf all euren Wegen. Maranatha.